So, hallo liebe Freunde des bierigen Genusses. Ein Tag nach dem Feiertag und ein Tag vor dem Wochenende. Ich habe also, nee, bis das Video hochgeladen ist, ist bei euch schon Wochenende, weil dann ist Freitag. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, ich habe zu viele andere Sachen noch zu tun gehabt, weil mein Feiertag dann auch mal nutzt für was, für ein paar andere Sachen. Ja, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich hier so hemdsärmlich sitze. Es ist zwar eiskalt, aber ich habe jetzt wirklich eine heißkalte Wechseldusche gemacht. Das mache ich jetzt, weil auf Sauna muss man im Moment verzichten. Mache ich sonst als gerne im Winter. Oh, davor schön trainiert. Jetzt sind wir richtig in Bierlaune. Ja, nach so heißkalten Wechselduschen ist mir immer eine Weile warm. Das hält immer eine Weile vor. Ne? Also ich wollte jetzt nochmal zurückkommen auf mein wunderschönes Geschenk gestern. Ich habe mir das mal näher angeguckt. Ich weiß nicht, von wem das war. Also wer das geschickt hat, darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Da war nämlich kein Absender dabei. Das war so ein Depot, wo es halt herkam, das Crew Republic Päckchen. Und das waren 16 Stück, 8x2. Also ist richtig nett gemacht, auch mit zwei Bierdeckeln dabei. Immer zwei Sorten, 8 verschiedene Biere. Und ein Glas war auch dabei, also 16 Flaschen und dieses Crew Republic Glas. Und daraus werde ich euch jetzt auch mein erstes meiner Wahl. Es sind viele Pale Ales dabei, also viele Ales dabei. Und zwar, das ist jetzt der Klassiker, India Pale Ale, Drunken Sailor. Die haben auch immer so nette, witzige Namen dann dazu. Das ist also wirklich ein super Geschenk gewesen. Habe ich mich richtig gefreut. Habe mir jetzt ja die Kiste mal in Ruhe angeschaut. Und die Biere auch teilweise schon in den Kühlschrank gemacht, weil teilweise sind die, es gibt sehr starke und sehr schwache. Und die schwächeren kann man nicht mehr bei den Temperaturen auf dem Balkon lassen. Ne? Das hier heißt jetzt wirklich Drunken Sailor, ne? Wie das nette Bierlied. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? So, in diesem Sinne, auf euer Wohl. Ja, auf deins auch, gell? Kleiner ist auch schon wieder gerade gekommen. Cheers. Das heißt, Kleine wird immer schwerer. Ja, du bist immer schwerer. Sollen wir dich kurz in die Kamera? Komm, warte mal. Dann machen wir das noch kurz. Willst du kurz Hallo sagen? Du wiegst schon 30 Kilo. Wahnsinn. Aber reine Muskelmasse. Wirklich super, super trainiert. Der ist schnell. Das ist unfassbar. Wenn der mit anderen Hunden spielt, sehe ich das immer. Der rennt also unglaublich. So, jetzt gehen wir wieder runter, Spatz. So ist brav. Ich muss nämlich jetzt Video machen. Ja. So. Also auf euer Wohl. Drunken Sailor. Es ist ein. Das ist ja richtig. Da geht die Geschmacksknospen richtig auf im Mund. Das ist super. Boah, das würde ich fast sogar noch als besser einschätzen als das. Obwohl, schwierig zu sagen, besser. Oder das andere ist jetzt schon zu lange her. Das hat's India Pale Ale. Das hat mich ja auch wirklich vom Hocker gehauen. In puncto Fruchtigkeit. Und das ist hier auch. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Da werde ich die ganze Kiste durchpräsentieren. Vielleicht nicht immer nur einzeln, so wie heute, sondern vielleicht auch mal mit noch einem anderen Bier dann zusammen. Aber heute mache ich jetzt mal nur das. Denn morgen habe ich mir schon vorgenommen, da ist abends KSC spielen, da bin ich bei meinem Vater, dann werde ich von dort aus wieder ein Video machen. Und zwar mit dem Löschzwerg endlich mal. Damit die Löschzwerg-Fans auf ihre Kosten kommen. Ich habe jetzt endlich einen Kasten geholt. Im Streeb bei uns. Also bei mir starten sich hier schon wieder die Kästen. Das ist ja schlimmer wie vor Weihnachten. Ich glaube, im Trinken ja schon nicht mehr hinterher. Nee, aber was ich zum Thema Crew Republic sagen muss, das ist wirklich ein Geheimtipp. Also, ich finde allein schon witzig. Ich bin mal gespannt, wie die anderen schmecken. Aber wie gesagt, ich finde allein schon die Bezeichnung halt witzig. Dann steht immer halt eine kurze Story. Gut, wie das India Pale Ale entstand, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Habe ich schon gewusst. Also nur, dass die Seefahrer halt das ein bisschen stärker eingebaut haben, mehr Alkohol, mehr Hopfen, damit es halt hält auf der langen Fahrt nach Indien. Um die Kolonialisten da zu versorgen, damit die auch mal ein Bier trinken können. Cheers. Aber, was habe ich den Faden verloren? Ah ja, genau. Es gibt auch ein German IPA, was um die 5 hat. Dann gibt es ein Session IPA, was 3% hat nur. Und wie gesagt, die kann ich nicht auf dem Balkon dann lassen. Aber das Witzige ist, es gibt auch zwei oder drei Biere dabei, die völlig krass sind. Also eins heißt, da dachte ich erst, das wäre das Stärkste. Roundhouse Kick, wie Chuck Norris. Aber das hat nur 9%. Das hier hat übrigens 6,4, wenn es euch interessiert. 6,4.
Ja, für ein IPA durchschnittlich würde ich sagen, eher schon fast etwas schwächer als durchschnittlich. Ja. Aber Hauptsache schmeckt, das ist das Wichtigste, ne? Wenn ich einfach will, dass es knallt, kann ich mir einen Liter Faxe holen und mir in die Birne knallen, ne? 10%iges. Aber das, sowas trinkt man ja nicht auf Wirkung, das ist einfach der Genuss, ne? Also wirklich feine Sache. Vielen Dank nochmal. Wer auch immer mich in den Genuss gebracht hat, darf sich gerne oder soll sich sogar bitte gerne melden, mir das sagen, damit ich auch nochmal grüßen kann dann. Ja, ja, was ich noch sagen wollte, genau. Denn zu guter Letzt habe ich dann alle 8 Flaschen angeschaut und dann ist mir noch eine aufgefallen, da stand auch wirklich drauf Rest in Peace und drunter Barley Wine. Und das hat wirklich über 10% gehabt. Da bin ich mal sehr gespannt. Die kriegt auf jeden Fall ein eigenes Video gewidmet. Das werde ich vielleicht am Wochenende machen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und eine gute Nacht und einen guten Start ins Wochenende, beziehungsweise einen guten Start in den Tag. Schütz. Das muss jetzt auch mal gesagt werden. Den Morgen werde ich abends KSC, beim KSC-Spiel ein Löschzwerg präsentieren. Mein Vater kriegt auch einen. Und ja, am Wochenende kümmere ich mich dann mal um das stärkste Biene. Da bin ich sehr neugierig drauf, auf das Rest in Peace. Also, in diesem Sinne, what shall we do with the drunken sailor early in the morning? Macht's gut und bis morgen. Also, bei Crew Republic das Testset bestellen, da kann ich nichts verkehrt machen. Also 16 Flaschen, 8x2, ne? Ja. Plus Glas. Kann ich empfehlen, definitiv. Von dem, was ich bis jetzt getrunken habe. Ja, also ich habe jetzt ja noch eine andere, weil es ja immer zwei drin sind, habe ich schon eine andere auch schon getrunken. Allerdings nicht die super stark Bier. Da habe ich noch alle beide. Die werde ich entweder mit euch beiden, also Quatsch, die werde ich entweder mit euch zusammen genießen dann, oder ich werde sie vorher noch probieren, das entscheide ich dann spontan. Aber definitiv, ich habe jetzt insgesamt, das war jetzt die dritte Flasche, die ich getrunken habe von dem Karton. Und ich muss echt sagen, also, da war bis jetzt keine schlecht. Aber ich werde die, wie gesagt, nacheinander vorstellen. Morgen ist eine Crew Republic Pause, dann kommt erstmal der Löschzwerg dran und dann geht es am Wochenende, Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie ich Lust und Laune und Zeit auch vor allem habe. Zurzeit habe ich wirklich viel Sachen zu machen, aber für euch nehme ich mir trotzdem immer gerne Zeit. Dann geht es da in der Kiste weiter. Ne? Also, macht's gut, bis bald. Halt die Ohren steif, lasst dich halt verrückt machen von der Welt. Die ist eh schon verrückt. Jetzt trinke ich es noch aus auf euer Wohl. Ah, das wäre noch schöner, wenn du ein 8-minütiges Video machst und trinkst nicht mal eine 0,33 Flasche aus dabei vor lauter Labern. Jo, nee, aber mir geht's im Moment jetzt eh nicht zu erzählen. Morgen sehen wir uns wieder. Das wird dann vielleicht ein bisschen kürzer, weil dann will ich das Spiel sehen, ne? Und am Wochenende dann vielleicht wieder sehen wir uns ein bisschen länger. Tschüss!